Wieso ist es eigentlich so schwer, neue Auszubildende für seinen Betrieb zu bekommen? Das soll das Thema heute sein. Und dazu habe ich in den letzten Wochen und Monaten unzählige Gespräche geführt, unter anderem auch mit Personen aus der Zielgruppe, also zum Beispiel mit meinem Nachbarn, ja, der sich jetzt für eine weiterführende Schule entschieden hat, oder seinem Kumpel, der sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden hat. Und ich habe gefragt so, warum gehen so viele weiter zur Schule? Warum gehen so viele studieren? Warum macht ihr keine Ausbildung oder warum habt ihr euch für eine Ausbildung oder für die Schule entschieden? Und in diesen ganzen Gesprächen kam ein einziger Punkt immer wieder. Und jetzt das Schlechte vorweg, das werden wir mit Marketing ganz schwierig lösen können. Aber ich möchte das einfach darüber sprechen, weil das ist ein Punkt, der muss einem bewusst sein und man muss ihn trotzdem mit berücksichtigen. Und zwar ist das, dass sie gesagt haben, ich habe Angst, mich festzulegen. Ich habe Angst, mich festzulegen, dass ich jetzt einen Beruf erlerne und den muss ich dann die ganze Zeit machen. Ich habe Angst, mich festzulegen, dass ich einen Beruf lerne, der mir dann vielleicht doch keinen Spaß macht. Ja, also es ist eine sehr, sehr große Unsicherheit bei den jungen Leuten, bei der Berufswahl. Und was dann natürlich der einfachere Weg ist, ist zu sagen, ah, ich weiß nicht, ich bin irgendwie unsicher, ich gehe jetzt erstmal noch ein Jahr auf die Wirtschaftsfachschule oder was auch immer, ja, einfach um Zeit zu überbrücken. Das Problem ist aber ja, dass es ja nicht besser macht, weil so ein Jahr, wissen wir alle, ist in der Regel sehr, sehr schnell rum und am Ende sagt man sich, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Und es gibt so ein paar Stellschrauben oder ich habe für mich überlegt, wie können unsere Kunden dafür sorgen, dass man den Jugendlichen diese Angst nimmt. Und da sind mir im Wesentlichen ja, drei Dinge, sage ich mal, eingefallen. Und zwar, ich denke, das Erste ist, dass man deutlicher herausstellen muss heutzutage und dass man den Jugendlichen zeigen muss wirklich, dass nicht unbedingt der Beruf, den man lernt, der Beruf ist, den man sein Leben lang machen muss. Natürlich möchten wir Arbeitgeber das, ja, dass wenn wir einen Auszubildenden haben, dass wir den danach übernehmen, dass wir den quasi selber ausgebildet haben im eigenen Betrieb, dass der dann auch da bleibt, ja, und dass man den als Fachkraft dann auch weiter beschäftigen kann in seinem Gebiet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, machen wir ja selber nicht mehr das, was wir gelernt haben. Ja. Ich zum Beispiel habe eine Ausbildung gemacht im Autohaus. Ja. Ich habe für einen deutschen Automobilkonzern im Autohaus gearbeitet, bin gelernter Automobilkaufmann, der vierte in Generation oder die vierte Generation bei uns in der Familie und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass das Verkaufen an sich mir Spaß macht, aber das Produkt irgendwie nicht mehr. Ja, ich mochte Autos immer super gerne, bin immer noch interessiert, kann mich an einem schönen Auto immer noch erfreuen, finde das spannend, auch das zu verfolgen, aber es war mir nicht kreativ genug und ich habe halt gemerkt, witzigerweise dadurch, dass ich für mobile.de die Autos fotografiert habe, dass dieses Fotografieren, dieses Kreative und so mir noch viel mehr Spaß macht und ich dann gesagt habe, wie kann ich denn das, was mir wirklich Spaß macht und ich kann das immer gar nicht erklären, aber ein schönes Video, ein gut belichtetes Video, ja, was einen knackigen Fokus hat, was schöne Farben hat, was einfach passt irgendwie, da kann ich mich drüber totfreuen, genauso wie ein Foto. Ich finde das einfach mega. Also ich kann das auch gar nicht erklären, aber das wirklich, ich finde das richtig, richtig geil. So, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das zusammenpacken? Und dadurch ist dann Marketing-Clips letztendlich entstanden. So, und wieso oder ist es denn nicht möglich, den Auszubildenden zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst bei uns die und die Ausbildung machen, zum Beispiel im Bereich Handwerk, Metallbau. Und wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ob das Spaß macht oder so, dann gibt es danach noch die und die Möglichkeiten. Ja, du kannst auch Meister machen. Du kannst du kannst Bauleiter werden. Du kannst danach, wenn du Meister hast, ich weiß jetzt nicht, ob das geht, aber kannst du vielleicht studieren oder was auch immer, kannst du immer noch, kannst Ingenieur werden. Ja, ein Bekannter von mir, der geht jetzt vielleicht auch noch mal einen anderen Weg und nimmt das, was er vorher beruflich gemacht hat, um sich da weiterzuentwickeln in einem anderen Bereich. Und das merkt man und sieht man und hört man ja immer wieder, ja. Und wenn man das doch weiß, dass die Jugendlichen da Bedenken haben, warum stellen wir das nicht viel mehr in den Vordergrund? Ja? Wir stellen natürlich auch in den Vordergrund, was man in der Ausbildung lernt. Aber es ist ja eigentlich auch was Gutes, dass sich die Jugendlichen schon Gedanken machen, was ist denn danach, nach der Ausbildung? Und dass wir das mehr in den Fokus rücken, dass wir den Jugendlichen mehr zeigen, was hast du denn für Möglichkeiten nach der Ausbildung? Was kannst du dann machen, ja? Um ihnen so ein bisschen diese Angst zu nehmen? Das wäre so Punkt 1 und ich glaube, das wäre auch das, was so den größten Hebel hat. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass ich mitbekomme, auch im Bekanntenkreis, wenn Praktika sind, dass viele Unternehmen dann jemanden haben, ja, und der dann irgendwie so da ist. Und natürlich muss auch eine Bereitschaft von
von der Person da sein, auch was machen zu wollen. Da gibt es bei den Jugendlichen auch mal so, mal so. Also einige, die kommen halt, um ihre Zeit abzusitzen, aber andere wollen eigentlich auch. Ja? Und da einfach, wenn man merkt, dass die wirklich wollen, ihnen dann auch was geben, ihnen was zeigen, was machen lassen, ja? Damit sie auch die Freude daran entwickeln. Und dazu habe ich gedacht, wäre es doch total cool, gerade in den Handwerksbetrieben oder so. Ich weiß noch, dass ich früher auch sehr viel Ferienjobs gemacht habe. Also es gab eigentlich keine Ferien, wo ich keinen Job hatte. Ja? Von Pfandautomaten im Supermarkt, diese Abtropfschale, ja? Wo immer so der Rest so raussippt. Sauber machen. Ich habe Fischwagen geputzt, diese Fischverkaufswagen im Sommer. Das war auch richtig cool, für 5 Euro pro Auto. War einfach eine mega geile Zeit. Aber ich habe zum Beispiel auch in einem Handwerksunternehmen mal einen Ferienjob gemacht und habe da gemerkt, dass das zum Beispiel nicht so meins ist. Ja? Also vielleicht als Betrieb darüber nachdenken, wir haben das noch nie gemacht, aber vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir einen Ferienjob anbieten können. Ja? Weil auch die Jugendlichen natürlich irgendwie heutzutage mit Kleidung, Klamotten, ja, die wollen mobil sein, die wollen auch unterwegs irgendwann und so. Also ein bisschen Geld verdienen wollen die natürlich auch irgendwie ihr Taschengeld aufbessern. Und das ist ja auch völlig okay. Ich meine, wir alle arbeiten ja nicht umsonst. Warum sollen die das dann auch machen, wenn sie denn auch was machen möchten? So? Und denen einfach da die Möglichkeit schon geben, in den Betrieb so reinzusteigen, ja, und quasi mitzuarbeiten, quasi ja ein zweites Praktikum zu machen oder ein drittes, fünftes, sechstes, dafür aber auch schon ein bisschen Geld bekommen, ein bisschen mehr einbeziehen und sowas. Und vielleicht ihnen da auch schon aufzeigen, hey, guck mal, jetzt machst du gerade das, aber Tim, der hat auch das, der hat das gelernt, der macht jetzt das und Kai, der hat das gelernt, der macht jetzt das und Lisa, die hat das gelernt und macht jetzt was ganz anderes und so und alle sind irgendwie happy hier, ja, um denen da auch schon ein bisschen das Ganze zu nehmen. Und der letzte Punkt ist, und das hat wieder mit Marketing zu tun, auf den Plattformen für sein Unternehmen mit den Inhalten, die die jungen Leute auch sehen wollen, also das, was wir gerade besprochen haben, ja, nicht nur aufzeigen, du kannst hier eine Ausbildung machen und bei uns da ist ein gutes Betriebsklima und uns gibt es auch schon ganz lange und wir sind ein richtig solider Betrieb, das interessiert so einen Jugendlichen ja nicht, ja, sondern zu sagen, zum Beispiel auf YouTube, ja, auf TikTok, auf Twitch, da irgendwie zu gucken, dass man irgendwie wirbt und darüber die Leute erreicht und zu sagen, wenn du Bock hast, dir das mal anzugucken, kannst du ein Praktikum machen, aber du kannst sogar in den Sommerferien bei uns arbeiten, dann hast du noch den Vorteil, dass du dein Taschengeld aufbesserst, lernst die Leute kennen, lernst die Arbeitsabläufe kennen und kannst gucken, ob dir die Arbeit Spaß macht und wenn nicht, dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, in den nächsten Ferien nicht bei uns in der Produktion zu arbeiten, sondern in der Verwaltung. Vielleicht kannst du da auch mal einen Ferienjob machen oder so. Das heißt einfach den Leuten mehr Zeit geben, weil wenn wir mal ehrlich sind, haben die ein paar Praktikumsplätze, ich glaube 2, wenn es hochkommt, 3 und die gehen irgendwie 2 Wochen oder so, wie will man da einen Eindruck bekommen? Ja? Man selber würde sich ja gar nicht mehr so schnell für einen anderen Job entscheiden, innerhalb von 2 Wochen da ein bisschen über die Schulter gucken. Also, ein Riesenproblem ist diese Entscheidung treffen bei den Jugendlichen und da müssen wir die einfach mehr unterstützen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie gesagt, auf den jeweiligen Plattformen, wo auch die Jugendlichen sind, also nicht in der Zeitung dafür zu werben, weil dann hast du das Problem, und das sagen mir viele Unternehmen, ja, aber da sind die Eltern und die Eltern entscheiden auch mit. Ja, dann entscheiden die Eltern, bevor du gar nichts machst, da bewirbst du dich jetzt für eine Ausbildung. Ja, okay, wenn das sein muss, Mama und Papa haben das gesagt. Dann haben die aber ja trotzdem keinen Bock auf die Ausbildung und sind trotzdem unzufrieden, weil es gar nicht das ist, was sie selber wollen. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall mehr ran. Ich hoffe, dass da ein paar Tipps bei waren, die auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, ja, wo man sagt, so, ja, stimmt, das könnte eigentlich eine gute Möglichkeit sein. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, ich glaube nicht, dass sich das ändert oder so, probier es erstmal aus. Ja, schaff das Problem erstmal, dass du nachher sagst, haben wir gemacht, hat sich nicht geändert, dann können wir immer noch eine andere Lösung finden. Aber für 2023 sind das meine Top 3 Tipps, um in diesem Jahr mehr Auszubildende für seinen Betrieb zu gewinnen. Wenn du sagst, du möchtest dabei Unterstützung haben, möchtest das Gespräch vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, sagst, die Ansätze sind gut, aber ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze umsetzen soll. Ja? Der hat irgendwas geredet von Twitch und sowas. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe mich jetzt letzte Woche, kleine Story am Rande noch, habe ich mich beim Discord-Server angemeldet. Ich glaube, ich habe schon 5, 6 Jahre davon was gehört und habe mich selber erwischt, dass ich auf dem Sofa saß und am Wochenende gedacht habe, ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, keine Ahnung, das kann ich mir nicht auch noch angucken. Und eine Sekunde später habe ich gedacht, nee, das darf nicht passieren. Ja, du bist Anfang 30, das geht auf gar keinen Fall. Du musst dich da jetzt anmelden und das raffen. Also, selbst wenn du sagst so, ich weiß nicht mal, was Twitch ist oder so, ist das überhaupt kein Problem, können wir darüber sprechen.
Geh einfach auf www.marketing-clips.de, trag dich dafür ein kostenloses Erstgespräch ein. Dann schauen wir einfach mal, was hast du bis jetzt gemacht, was habe ich für Ideen, was haben wir schon umgesetzt, wie könnte das Ganze aussehen und so weiter und so fort. Und dann wird da sicherlich was bei sein, was du auch direkt umsetzen kannst, wo wir vielleicht auch unterstützen können, damit die Azubi-Suche wieder einfacher wird, ja, und damit du mehr Azubis hast, die auch von sich aus kommen, die auch Lust haben, wovon auch vielleicht der ein oder andere dann sicherlich eine Ausbildung machen wird, aber einfach, dass das Ganze nicht mehr so mühsam ist, sondern wieder mehr Spaß macht. Ich freue mich drauf auf unser Gespräch und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao.